Hallo zusammen, herzlich willkommen zu den Patch Notes der Alpha 17. Ich freue mich, ich habe voll das breite Grinsen auf dem Backen. Ich bin vielleicht ein bisschen heiser, ich habe allerdings auch ein anderes Mikro, aber ein bisschen heiser bin ich vielleicht. Geht aber, ich habe dummerweise zu diesem Wochenende ausgerechnet eine Erkältung bekommen. Das ist nicht ganz glücklich, aber wir kriegen das hin. Ich werde heute auch noch streamen, aber ich werde erst die Patchnotes machen. Die sind mir von allen eigentlich nur noch am wichtigsten. Mal gucken, wie wir das machen. Es gibt unheimlich viele Änderungen. Ich werde auch nur auf einen Teil davon eingehen können. Ich glaube, das meiste wird sich im Let's Play finden. Mal schauen, wie wir das hier aufteilen. Ich versuche es halbwegs interessant zu machen. Und nicht ganz so langweilig, weil viele Sachen sind im Internen passiert und da kann man halt nicht so viele neue Werkbänke oder irgendwas aufstellen halt. Ne? So, ja, das Ganze hat sich ja so irre verzögert wegen der neuen Unity Engine, die man hier irgendwie sehen kann. Ich weiß nicht, ob ihr es seht, aber es sieht optisch deutlich besser aus. Vieles jedenfalls. Es wirkt gerade ein bisschen hell auf mich hier. Das bleibt auch den ganzen Tag über so milchig. Ich fahre bis 20 Uhr, es wird dann ein bisschen anders, aber nicht viel. Aber das Lichtsystem kann, je nachdem, wo man steht, sehr hübsch aussehen. Hier haben wir ein neues Haus. Das kannte ich jedenfalls so noch nicht. Halb defekt. Sie haben teilweise sehr hochauflösende Texturen genommen für den Fensterrahmen, wo gerade nicht, aber für die Wände hier. Also Texturen wurden größtenteils überarbeitet. Das war, glaube ich, hier auch die Bodenplatten. Die Wüste sieht komplett anders aus. Die Wüste sieht richtig geil aus. Also wenn wir die mal im Spiel zu sehen bekommen. Ansonsten habe ich mich hier drin noch gar nicht umgeschaut in dem Haus. Guck mal, den Menschen kenne ich auch nicht. Hallo? Okay. Also ihr seht schon, die Häuser sehen von innen komplett anders aus und irgendwie netter kaputt, finde ich. Ich bin gespannt. Also ich habe jetzt Zombie-Spawn natürlich ausgeschaltet, aber ein bisschen was hat sich getan. Hier haben sich auch die Texturen alle verbessert. Achso, eine Sache kann ich gleich mal zeigen. In dem Cabinet hier, untouched. Ich habe es nach wie vor auf Englisch gestellt, ihr könnt es auch auf Deutsch stellen. So, da gehen wir jetzt mal ran. Lass das mal liegen. Ich nehme das mal mit eben. Eigentlich sollte... War das nicht vorher auch so? Also sie haben halt geschrieben, dass man jetzt sehen kann, ob etwas schon gelootet ist oder nicht. Das war da vorher auch schon so, ne? Ob es empty ist oder ob schon gelootet worden ist. Ich bin jetzt gerade überlegen. Egal, betrachten wir das einfach mal als neu. Und ich packe die Sachen gleich mal weg, weil die will ich gleich zeigen. So, ich habe mir so ein bisschen die Reihenfolge hier mal aufgeschrieben. Ich spiele auf Navisgain. Navisgain ist von 16 Quadratkilometer auf 36 Quadratkilometer gewachsen. Das ganze Höhlensystem an Navisgain wurde überarbeitet. Ich glaube, Dearsville liegt jetzt im Schnee. Das müsste in der Richtung sein. Ich habe Dearsville nicht wiedergefunden, muss ich zu meiner Schande gestehen. Da vorne ist jedenfalls die Scheune mit diesem Haus auf der anderen Seite. Müsste hier nicht im Maisfeld sein, war doch so. Ich habe es jedenfalls nicht so richtig wiedererkannt, aber es geht. Bin gespannt. Dutzende Locations wurden optisch und inhaltlich komplett überarbeitet. Außen gibt es sehr viele neue POIs. Also es gibt insgesamt 125 neue POIs. Da haben sie wohl richtig viel Arbeit reingesteckt. Im Random Gen werdet ihr merken, wenn ihr das erste Mal eine Random Gen Karte startet, die brauchen ewig zum Laden. Der Grund ist, die ganze Karte wird vorgeneriert. Also alle Regionen werden vorgeneriert im Random Gen. Alle. Und das dauert eine ganze Weile. Sie versprechen sich dadurch große Performance-Vorteile. Und die Bäume hier sind komplett überarbeitet, glaube ich. Es ist eine ganz neue Baum-Engine drin. Sieht jedenfalls alles sehr schön aus auf die Entfernung. Das Plains-Biom gibt es irgendwie nicht mehr. Ich habe gelesen, Felsbrocken sollen da spawnen. Ich habe jetzt noch gar keine gesucht, wo Erze nahe der Oberfläche austreten. Theoretisch müsste das ja hier der Fall sein. Weil hier so ein einzelner Felsen liegt.
Vielleicht meinen sie auch die größeren da vorne. Das weiß ich auf dem Gestand nicht genau. Konnte ich mich noch nicht mit beschäftigen. Das wird sich, denke ich, mir auch alles im Let's Play ergeben. Da jetzt in den Patchnotes im Boden zu graben, macht, glaube ich, nicht so viel Sinn. Die KI wurde angeblich general überarbeitet in die Wegfindung. Das finde ich persönlich wichtig. Ich lese mal vor, was ich mir da übersetzt habe. Die neue Wegfindung basiert nun auf Entfernung versus Zerstörung von Blöcken und Nutzung des Blockzustandes einschließlich Downgrade. Das klingt jetzt kompliziert. Ich werde hier mal so ein Ding spawnen, so ein Zombie hier. Wie machen wir das mit F6, ne? Toll, meine F6-Taste ist kaputt. Spawnen wir mal Mo. Mal gucken, ob Mo mich irgendwie gleich mal erkennt. Oh, noch nicht so richtig. Mo gibt sich noch Mühe, aber wir schauen mal. Ey, das hat was mit der Sichtweite zu tun. Der guckt jetzt ja auch in die falsche Richtung und ist ganz glücklich da hinten. Also hinter sich gucken können sie nach wie vor nicht mehr. Kann man natürlich modden. Lass mal Mo mal ein bisschen laufen. Ich glaube einfach, dass Mo wird irgendwann entscheiden, er will zu mir. Und guckt nach, was ist der kürzeste Weg oder welchen Umweg könnte ich gehen? Wie viele Blöcke muss ich dafür zerstören? Und wie hoch aufgewertet sind diese Blöcke? Das denke ich mir, dass damit gemeint ist. Wie sich das in der Praxis zeigt, werden wir erst wissen, wenn Horde Zombies auf unser Haus zuläuft. Dann soll es eine neue Hinderniserkennung geben und zur besseren Umgehung oder eben von Zerstörung von Hindernissen. Sie können über Lücken springen und auch Felsvorsprünge. Sie sollen wohl auch über Hindernisse jetzt besser springen können. Sie können deutlich besser Treppen hochlaufen, hat es geheißen. Wir können das mal probieren. Können wir Mo hier einfach mal ins Haus locken und mal gucken, was Mo so macht. Ich bin mal gespannt. Mo, komm, gib dir Mühe. Mo, hier sind wir. Mo? Mo überlegt noch. Ich habe ihm mal ein bisschen geholfen. Wir schauen mal. Und wenn das Ziel unter den Zombies liegt, das heißt im Boden, sodass es nicht erreicht werden kann, werden die Zombies wohl sich jetzt auch in den Boden graben. So steht es jedenfalls hier. Die Gaia-KI ist auch neu. Die konnte ich schon unfreiwillig testen in der Wüste. Die ist ein bisschen eklig, die Gaia-KI. Mo ist unheimlich langsam geworden, finde ich. Also Angst muss man von denen gerade nicht mehr haben. Und ja, und falls Spieler unerreichbar sind, werden sie auch irgendwie versuchen, Blöcke zu zerstören. Oder nur dann. Mo ist mir gerade zu langsam, Mo kommt nicht so ganz hinterher. Wir werden das einfach mal live im Let's Play testen, wie die Zombie-KI so ist. Was überarbeitet worden ist, sind die Animationen alle durchgehend. Ich werde ihn mal hier einfach mal... Guck mal, der war noch nicht tot. Der steht aber sofort wieder auf. Sieht geil aus. Das haben sie echt gut gemacht. So, und jetzt kommt das Wichtigste. Zombies tot. Wo ist mein Loot? Es ist kein Loot mehr da. Das hatte ich zwischendurch schon in einem Video von Mad Mole gesehen. Ich war mir aber nicht sicher, ob sie das reingebracht haben. Zombies hinterlassen keinen direkten Loot mehr. Da haben sich auch schon viele drüber aufgeregt, weil dann das Belohnungsgefühl nicht so gut ist. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ich meine, ich habe in einem seiner Videos gehört, dass manche Zombies so eine Art Tütü droppen oder sowas. Wie man das so kennt, wenn man selber stirbt halt. Und guck mal, Zombie despawnt von alleine. Also der ist nach einer Zeit automatisch weg. Das heißt, man muss seinen Müll nicht mehr wegräumen. Ihr könnt draufhacken. Jetzt ist noch irgendwie ungeklärt, wie man dann an Knochen kommt. Ich habe in den Patchnotes jetzt nichts davon gelesen. Es gibt aber in den Patchnotes haufenweise tausende von Änderungen und neuen Sachen, die hinzugefügt worden sind. Ich habe mich nur um die großen Kapitel gekümmert. Ich weiß es offen gestanden gerade nicht, wie man jetzt an Knochen kommt. Vielleicht von Tieren. Das würde ich denken. Aber wahrscheinlich nicht mehr von den Zombies selber. Also wundert euch nicht, wenn ihr die nicht looten könnt. Wie das nachher ist, ob ein Zombie wirklich eine Tüte droppt, oder ob man von denen jetzt überhaupt nichts mehr bekommt als Belohnung, dass man sie gekillt hat. Das wäre natürlich bei einer Horde mal sehr schön. Naja, gucken wir mal. So, es gibt ein, ich scroll mal runter, neues Rucksack und Belastungssystem. Habt ihr ja schon gesehen. Wir haben jetzt, in dem Originalspiel gab es, also in der Alpha 16 gab es 32 Slots im Rucksack. Dieser hat jetzt 45 Slots. Wie ihr seht, sind die Hunden ausgegraut. Wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, also 18 Slots erstmal. Das ist deutlich weniger als die 32 von vorher, per se.
Ihr könnt diese anderen Slots benutzen. Ihr seht dieses Icon, was da auftaucht. Das ist dieses Überlastungs-Icon. Wir gehen hier mal an unsere Kiste ran. Und ich benutze die mal. Ich kann da einfach was reindroppen. Gar kein Problem. Das kann ich machen. Das steht mir frei. Ich kann die vom ersten Tag an benutzen. Wenn ich das mache, kriege ich hier links unten, wo Ausdauer und Leben steht, einen Debuff. Und wollen wir mal gucken, ob wir den finden hier. Encumbered, 19 Sekunden. So, ich bewege mich jetzt langsamer. Ich versuche mal zu laufen. Da merke ich den Unterschied jetzt gerade noch nicht so stark. Wir werden uns mal eben... Wir machen uns mal eben voll, dann müsste man es eigentlich gut sehen können. Können wir eigentlich auch so machen. Weil es ist ihm nämlich egal, wie viele Gegenstände da drin liegen. So, jetzt laufe ich nochmal. Ich laufe jetzt. Das ist Rennen. Wenn es ganz voll ist. Ihr merkt, das ist unheimlich langsam. Also Rennen ist kaum schneller als Gehen. An der Stelle. Und wenn ich jetzt anfange, Sachen rauszuschmeißen. Boah, ich hätte es vielleicht nicht machen sollen. Wisst ihr was, wir machen es einfach mal so. Dann renne ich wieder normal schnell. Ich habe festgestellt, ich glaube, die erste Reihe kannst du nutzen, ohne dass das großartig auffällt. Es gibt einen Perk, es gibt einen Skillbaum. Das müsste Pack Mule sein, wenn man es richtig schreibt. Pack Mule gibt es als Skill. Da kann man bis zu 5 Punkte reinpacken. Okay. Das ist Level 1. 4 Items. 5 Items. 6 Items. Bisschen komisch, ne? Also man kann da was reinpacken, ohne dass man diese Strafe kriegt. Irgendwo könnte man aber auch die Dinger generell freischalten. Oder das ist gerade noch buggy. Das kann durchaus sein. Eigentlich meine ich, dass ich das bei Matt Mull mal gesehen hatte, dass er die direkt freigeschaltet hatte durch mehrere Level vom Pack Mule. Kann ich jetzt nicht machen, ich habe jetzt gerade keine Skillpunkte zur Verfügung. Jedenfalls gibt es dafür wohl ein Skill, dass man die alle freischalten kann. Da kann man dann rein investieren. Ansonsten, ja, mal gucken, vielleicht haben sie auch noch was anderes eingebaut. Ich, wie gesagt, die Patch nutzen so lange, ich habe nicht alles mitbekommen. Aber das Wichtigste wollte ich euch auf jeden Fall mitteilen. So, was haben wir denn hier? Waffenmods. Das Waffensystem wurde komplett neu gemacht. Es gibt jetzt 60 verschiedene Waffenmods. Ich zeige euch das mal. Ich habe hier, nehmen wir mal diese Pistole hier. Die nehmen wir mal in die Hand. Erstmal zeige ich euch das neue Item-Comparison-System. Ich habe hier diese Pistole, die klicke ich an. Und ich habe hier eine andere Pistole, die ist hier Level 2 in Orange. Wenn ich da jetzt mit der Maus drüber gehe, dann seht ihr hier, wird der Unterschied angezeigt. Zwischen der, die ich gerade ausgewählt habe und der anderen, die ich damit vergleiche. Zahlen, die Sachen, die schlechter sind, werden in Rot mit Minus dargestellt. Sachen, die besser sind, werden in Grün dargestellt. Also wenn ich die jetzt auswähle und ich gehe da unten rüber, dann sehe ich, okay, ich habe eine Zweierpistole. Die Fünferpistole ist eigentlich nicht wirklich besser. Die hat nur eine bessere Haltbarkeit. Was mich jetzt gerade auch selber ein bisschen überrascht, weil ich hätte jetzt gedacht, dass ich die bessere Pistole, immerhin ist das eine blaue, auch vom Schaden her unterscheidet. Das ist interessant. Also sie hält nur länger. Wenn man sie vom Schaden her aufwerten möchte, gibt es jetzt anscheinend mittlerweile Mods. Das Ganze funktioniert übrigens auch bei Äxten. Ich habe hier die grüne Fire Axe und ich habe hier eine lila. Die macht genau denselben Schaden. Und zwar Melee-Schaden und Block-Damage ist ja vor allen Dingen wichtig bei so einer Axt. Das geht ja darum, wie viel Schaden sie auf so einem Baum macht. Sie sind auch beide gleich schnell, nur dass die Lila eine mehr Haltbarkeit hat. Gut, das ist bei einer Axt natürlich recht wichtig, sag ich mal. Je länger die hält, desto besser ist ja. Und wir haben hier eine Stahlaxt. Und wenn ich darüber gehe, die ist nur Level 3, die ist etwas schlechter als die hier, dann merkst du gleich recht viele Unterschiede. Die macht also auch mehr Schaden und ist schneller, macht einen gut höheren Block-Damage von +7. Und
Ja, Ausdauerkosten scheinen leicht zu sein. Das finde ich sehr interessant. Das wird sich dann im Spiel zeigen. Bisher war es ja so gewesen, dass eine Stahlaxt richtig auf die Ausdauer geht, wenn du da nicht schon Skillpunkte oder ein höheres Level hattest. Vielleicht ist es jetzt mittlerweile egal. Das wäre ganz interessant zu sehen. Das werden wir auch im Let's Play ausprobieren, würde ich sagen. Und gut, kommen wir zu den Waffenmods. Wenn ich da drauf gehe, kann ich sagen Modify. Ich habe kein Pistolbook gelernt, ich habe keine Skillpunkte reingesteckt. Interessanterweise kann ich sie aber auch nicht reparieren, sehe ich gerade. Okay, Modify. Dann habe ich hier ein paar Waffenslots reingezogen. Vierfach Scope, das kann ich nicht benutzen für die Pistole anscheinend. Es gibt ein Zweifach, Vierfach und ein Achtfach Scope, habe ich gesehen. Aber diese drei Dinger kann ich reinpacken. Ich kann Laser Sight reinpacken. Das für mich ist es ein Rotpunkt irgendwie. Das scheint aber irgendwie entweder nicht zu funktionieren oder hier steht nur, hilft beim Zielen aus der Hüfte und erhöht die Genauigkeit. Vielleicht ist das so, schwierig zu sehen. Und ich nehme erstmal, ich kann ja mal mit der Pistole eben ohne. So sieht's aus. Und das aus der Hüfte. Ich sehe hier also jetzt keinen Punkt oder so. Und kann ja mal schießen eben. So. Dann packen wir das rein. Modify. Laser Sight. Danach sind übrigens die Waffen immer entladen. Also ich sehe hier keinen Rotpunkt oder so. Oder einen Laserstrahl, der da ist. Kann sein, dass das Handling besser ist. Das müssen wir gucken. Was wir aber bemerken, es steht doch drin, dass irgendwie, glaube ich, noch nicht alle Mods funktionieren. war ja klar. So, jetzt haben wir hier den Silencer drauf. Ob der sich großartig auswirkt, ist die Frage. Aber er klingt schon mal geil. Oder? Also anhören tut er sich gut. So, und was habe ich hier noch für Mod reingesetzt eben? Modify, Trigger Group, Full Auto. Ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ob das eine... normalerweise, lass mal ausprobieren, was es ist. Ja. Ich halte jetzt einfach die linke Maustaste gedrückt. Er schießt dann weiter. Übrigens ist mir jetzt aufgefallen, dass die Knarre sehr stark nach oben zieht. Seht ihr das? Das war doch in der Alpha 16 noch nicht so, ne? Das ist doch irgendwie auch neu, glaube ich, dass die Waffen so nach oben ziehen, ne? So, also wir haben jetzt irgendwie eine Automatikwaffe draus gemacht. Normalerweise musst du für jeden Schuss die Maus einmal drücken. Das bräuchtest du mit dem Mod nicht mehr. Wer es mag, kann das natürlich gerne dann nutzen. Übrigens steht hier noch an dem Patch nur Zielen mit einer Waffe. Kostet Ausdauer. Krass. Ja, stimmt. Hier, guck mal, links unten da. Aber richtig krass sogar. Zielen mit einer Waffe kostet Ausdauer. Das ist ja heftig. Also ist es schon wichtig, irgendwie dann ein bisschen aus der Hüfte schießen zu üben. Weil sonst ist es schwierig, ne? Also so mit Pfeil und Bogen da stehen und Zombies niedermetzeln mit Level 1 am Tag 1 und dann noch weglaufen. Das wird eine Herausforderung, was? So, nachladen verlangsamt das Lauftempo. Wollen wir mal gucken. Ich laufe jetzt gerade mal. Jo. So, und dann läuft sie wieder schnell. Verlangsamt das Lauftempo etwas, finde ich in Ordnung. Und Waffen werden nicht mehr automatisch nachgeladen, wenn die letzte Kugel abgefeuert ist. War das denn vorher der Fall? Naja gut, wenn ich einmal die linke Maustaste drücke, dann... also ich musste jetzt nicht R drücken, kann man natürlich drücken, aber ich musste es nicht drücken, um nachzuladen. Da fehlt mir jetzt auch die Erinnerung dran, wie das vorher war. So, okay, ich guck gerade mal. Was haben wir denn noch, was dazu passt? Das Kill-System zeige ich nächstes Mal, würde ich sagen. Das Stealth-System können wir mal eben ausprobieren. Stealth-System. Komm, spawn mir mal was. Machen wir mal Marlene und die Nurse. Wir haben ein Stealth-System. Ihr könnt links unten jetzt so einen gelben Balken sehen. Mit der Zahl 35 oder 43. Wenn ich mich bewege, wird die höher. Seht ihr das? Diesen Balken habt ihr übrigens nur, wenn ihr in der Hocke seid. Sonst habt ihr den nicht. Ein bisschen komisch.
Das ist eure Sichtbarkeitsanzeige. Wie gut seid ihr für Zombies wahrnehmbar? Oh, die läuft immer noch brav hinterher, ne? Oder? Jetzt ist mal die Frage. Ah ja, guck mal, der Schalldämpfer hat 64 Lärm. Und wenn wir den rausnehmen, das habe ich noch gar nicht getestet. Modify Silencer. Alles klar, also der bringt schon was. Also bringt tut er schon was, der Silencer. Das ist immerhin etwas, das hatte ich befürchtet. So, wie gesagt, je höher der Wert ist, desto besser seid ihr sichtbar. Es soll davon abhängen, ob ihr eine Fackel in der Hand habt, ob ihr, können wir mal ausprobieren. Naja, also da merke ich jetzt gerade, ah doch, die Fackel steigt das im Stehen um 10. Okay, alles klar. Brennen die eigentlich noch? Ey, hör auf mich zu stunnen. Wo nutzt du? Ich bin mir nicht sicher, ob Zombie noch brennen können. Okay, sie hat aufgegeben. Wo der andere Zombie eben ist, weiß ich gerade nicht. Wie gesagt, was da in diesen Balken einfließt, ist Licht, Lampen, die man trägt, Tageslicht, ob ich im Schatten bin oder nicht. Wobei ich finde, das hat nicht so viel ausgemacht. Wenn ich jetzt hier mal rübergehe, müsste ich eigentlich besser sichtbar sein. Wollen wir mal gucken, ob das so ist. Ne, ist hier gerade nicht der Fall. Wirkt sich gerade nicht so wahnsinnig aus. Die Spielerhaltung, ob man steht oder ob man hockt. Wobei beim Stehen kann man es wieder nicht sehen. Ne? So. In der Bewegung, ob man läuft oder nicht läuft. Also man kann ja auch in der Hocke laufen. Ne? Das ist Stehen, das ist Gehen und das ist Laufen. Laufen geht der Wert dann ganz gut hoch. Wo ist denn der Zombie hin? Und die Entfernung vom Gegner, die wirkt sich halt alles irgendwie darauf aus. Wo ist sie denn hin? Kann doch nicht weggegangen sein. Sie hat mich verlassen. Och Mann, unsere Liebe war doch so jung. Naja, wie dem auch sei. Das Lustige ist, das klingt jetzt neu mit diesem Stealth-System. Ich habe mich ja mal durch den Quellcode von 7 Days to Die in der Alpha 16 gearbeitet. Das gab es vorher schon. Die Zahl wurde nirgendwo angezeigt. Dann konnte sich die mit einem Spezialbefehl einblenden oder eventuell, wenn man die Datei modifiziert hat. Das habe ich getan. Diesen Wert gab es eigentlich schon mal. Ich bin mir deshalb nicht sicher, ob sie da intern auch wirklich was dran verändert haben oder nicht. Also es sah halt so aus, dass du nachts mit einer Fackel konntest du bis auf 2 Blocks an einen Zombie ranstehen, weil der Wert war halt so gering. Das meiste machte hier das Tageslicht aus. Also wir werden mal gucken, ob das jetzt erstmal nur eine optische Anzeige von etwas ist, was in Alpha 16 schon drin war und was sie nicht gut gemacht haben. Weil ich habe mir den Code angeschaut und es war nicht wirklich gut, was da gemacht worden ist oder ob sie das wirklich überarbeitet haben. Ich bin gespannt. Ich bin ein bisschen skeptisch bei sowas. Ich würde mich aber freuen, wenn sich die Zombies besser verhalten. Und ich freue mich auch schon drauf, das nachher zu spielen und dann werden wir es ja am besten sehen. So, okay. Wir sind bei 22 Minuten. Ich würde sagen, ich mache dann noch einen zweiten Teil der Patch Notes und dann lade ich das möglichst schnell hoch, dass ihr das heute noch zu sehen kriegt. Ja, ich wünsche euch was. Bis dann. Tschüss. Achso, lasst mir einen Daumen hoch da, wenn es euch gefallen hat. Sage ich so selten. Mache ich jetzt einfach mal. Okay, tschüss.